Ein 70 Kilogramm schwerer Radfahrer kommt mit einer waagerechten Geschwindigkeit von 10 Meter pro Sekunde an eine abschüssige Straße. Er fährt ohne zu bremsen und verliert 5 Meter an Höhe, ehe er gegen einen Baum prallt. Von Reibung und Luftwiderstand wird hier abgesehen. Klein a, mit welcher Geschwindigkeit prallt er gegen den Baum? Klein b, welche Energie hat er beim Aufprall? Hier sind die zwei Situationen dargestellt, Situation 1 und Situation 2. Wir wissen, dass die Masse 70 Kilogramm beträgt und dass die Anfangsgeschwindigkeit 10 Meter pro Sekunde beträgt. Auch wird diese Höhe h angegeben, sie beträgt 5 Meter. Wir suchen in klein a die Geschwindigkeit 2, also v2, die wir in Meter pro Sekunde ausdrücken, und in klein b suchen wir die gesamte Energie in der Situation 2, also E2, Energie, die wir in Joule ausdrücken. Um das herauszufinden, nutzen wir das Prinzip der Erhaltung der mechanischen Energie. Das besagt, dass die kinetische Energie plus die potenzielle Lageenergie in Situation 1 gleich sein muss zu kinetische Energie plus Potentialenergie in der Situation 2. Und um diese Energien zu berechnen, nutzen wir diese zwei Formeln. Somit führt diese Gleichheit zu dieser Gleichung. Plus 0 können wir fallen lassen und dann sehen wir, dass wir diese Gleichung durch m teilen können. Somit ergibt sich v1² geteilt durch 2 plus g mal h gleich v2² geteilt durch 2. Und daher wissen wir, dass v2 die Quadratwurzel von v1² plus 2 mal g mal h ist. Wir ersetzen v1 durch 10, g durch 9,81 und h durch 5. Somit finden wir für V2 ungefähr 14,075 Meter pro Sekunde. Jetzt klein b. Die gesamte Energie in Situation 2 muss die kinetische Energie in dieser Situation sein, denn die potenzielle Lageenergie ist da unten 0, weil da unten ist die Höhe h gleich 0. Diese kinetische Energie berechnen wir anhand dieser Formel als m mal v2² geteilt durch 2. Wir ersetzen m durch 70 und v2 durch 14,075. So. Und somit finden wir als gesamte Energie unten am Baum 6.933,7 Joule.